Das Classic Open Air feiert 10. Geburtstag. Mit Klappstuhl und Picknickdecke in den Maschpark von Hannover zu kommen und großartige Musik zu hören, gespielt von der NDR Radio Philharmonie, all das ist nicht mehr wegzudenken. Wie sehr das auch in diesem Jahr Menschen wieder anzieht, kann uns jetzt Christine Hefemeyer sagen. Gleich um 20 Uhr wird ja der Taktstock geschwungen. Wie groß ist denn schon die Vorfreude? Ja, die Vorfreude steigt dir natürlich mit jeder Minute und eigentlich schon über die ganzen letzten Stunden. Denn die Hardcore-Fans sind schon seit einigen Stunden hier. Seit dem Nachmittag haben sie ihre Picknickdecke ausgebreitet, haben Essen und Trinken mit dabei. Und ich habe hier vorhin schon mal eine Gruppe von Freundinnen getroffen, die sich tatsächlich noch kein Classic Open Air entgehen lassen hat. Guten Appetit, die Dame, ich setze mich mal dazu. Was haben Sie denn alles dabei? Was braucht man für ein gutes Classic Open Air? Ja, erstmal gute Stühle, einen gut gedeckten Tisch. Wir haben ganz leckere, selbstgemachte Sachen dabei. Natürlich Sekt und Wein. Wunderbar. Und worauf freuen Sie sich am meisten? Also erstmal auf die Interpreten, die wir heute Abend sehen, international. Und auf die nette Gruppe, die ich ja zu diesem Anlass sehe. Und auf die freue ich mich auch. Wunderbar. Vielen Dank und viel Spaß beim Classic Open Air Ihnen. Ja, denn die Organisatoren, die haben sich zum 10-jährigen Jubiläum natürlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es ist quasi ein Ritt durch die Highlights aus 10 Jahren Classic Open Air. Mit dabei sind Auszüge aus La Traviata, La Bohème oder Rigoletto, kein Problem, live im Fernsehen. Und die Generalprobe klang dann heute einfach so. Weltstars mit dabei ist unter anderem Pretty Yende. Die Südafrikanerin ist nicht nur auf den Bühnen dieser Welt zu Hause, sondern sie hat tatsächlich bei der Krönung von König Charles schon gesungen. Und der Dirigent Cornelius Meister kommt aus Hannover, für ihn immer ganz besonders hier zu sein. Ich liebe einfach die italienische Oper. Ich liebe es, mit der Radiophilharmonie des NDR zu musizieren und zu wissen, dass hier mehrere 10.000 Menschen, von denen ich wahrscheinlich viele auch persönlich kenne, im Park den Abend genießen werden. Das gibt mir eine große, große Motivation. Und wer heute Abend nicht dabei sein kann, muss sich keine Sorgen machen. Am Samstag gibt es das Classic Open Air hier im Maschpark in Hannover nochmal.